Hallo meine Lieben, ja, heute backen wir zusammen. Wir machen einen Easy Cake, einen XL Marmorkuchen. Was wir brauchen ist 600 Gramm Mehl, ein Paket Backpulver, zwei Päckchen Vanillezucker oder Vanillinzucker, dann 250 Gramm normalen Zucker, 250 Gramm Butter oder Margarine, was ihr gerade da habt. Dann ein Päckchen bzw. ein Paket saure Sahne und vier Eier, eine Prise Orangenabrieb und natürlich Kakaopulver, so 3 bis 4 Esslöffel, eine Prise Salz, ein Glas Milch, natürlich nach Bedarf, nach Belieben noch ein bisschen Vanillearoma und das war's auch schon. Jetzt füllen wir einfach die ganzen trockenen Zutaten, also das Mehl und den Zucker und den Orangenabrieb. Ich hatte leider keine schöne Orange, deswegen geht das auch. Ja, nach Bedarf, wie ihr das möchtet. Dann Vanillezucker. Ich hatte leider keinen Vanillezucker. Vanillinzucker geht natürlich auch. Und Backpulver. Dann vermische ich schon mal die ganzen trockenen Zutaten und gebe dann nach und nach die Butter dazu. Die sollte wirklich schön weich sein. Fehlen natürlich noch die Eier. Und dann wird das Ganze geknetet und während die Maschine den Teig rührt, kommt nach und nach die Milch dazu. Ich gebe immer so viel Milch dazu, bis mir der Teig von der Konsistenz gefällt. Und ich lasse die Maschine dann so lange den Teig rühren, bis der Teig aussieht wie Softeis. Anschließend gebe ich die Hälfte vom Teig in eine separate Schüssel. Das wird dann der helle Teig. Und in den restlichen Teig kommt dann noch Kakaopulver. Da könnt ihr so viel Kakaopulver reinmachen, wie ihr wollt. Ich mag es sehr schokoladig, deswegen kommt bei mir viel Kakaopulver rein. Ihr könnt aber natürlich auch noch Schokolade hacken und in den Teig mit reingeben. Das schmeckt auch super lecker. Ich habe auch gesehen, manche geben auch noch ein paar Esslöffel Nutella damit rein. Also je nach eurem eigenen Geschmack könnt ihr da wirklich rumexperimentieren. Zu viel Schokolade geht gar nicht. Ja, dann fangen wir an mit dem dunklen Teig. Der kommt dann als erstes in unsere gefettete, vorbereitete Form. Ich habe eine ganz normale Standard-Springform. Ganz normale Standardgröße. Anschließend kommt dann der helle Teig obendrauf. Und mit so einer Fleischgabel versuche ich jedes Mal ein schönes Marmormuster in den Teig reinzukriegen. Ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Also ich rühre da und rühre da rum, aber am Ende habe ich einfach nur hellen und dunklen Teig. Aber ein richtig schönes Muster habe ich noch nie hingekriegt. Vielleicht könnt ihr mir da einen Tipp geben. Jetzt kommt das Ganze für ungefähr eine Stunde in den Backofen. Die Temperatur und natürlich alle Zutaten findet ihr nochmal unten aufgelistet. Das ist wirklich ein riesiger Kuchen. Ihr seht es, ich habe da mal zum Vergleich einen Apfel hingestellt. Es ist wirklich ein riesiger Kuchen, ein XL Marmorkuchen. Und der ist so lecker und so saftig und fluffig. Wirklich richtig lecker. Ich wünsche euch guten Appetit und bis bald, meine Lieben. Tschüss!